Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview von Let's Play World of Warships und heute mit einem Schiff unter amerikanischer Flagge. Dabei handelt es sich um einen Kreuzer. Es ist ein Tier 7 Premium Kreuzer und für alle, die es jetzt noch nicht ahnen, den sage ich es natürlich, es ist die Indianapolis. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit den Informationen an, die uns das Spiel so liefert. Und zwar in Dienst gestellt 1932, Schiff in einer Serie 2 Stück. Einer der letzten Kreuzer der US Navy, der unter das Washingtoner Flottenabkommen fiel. Im Vergleich zu seinen Vorgängern hatte das Schiff eine schwerere Panzerung, die seine Überlebensfähigkeit stark steigert. Bei Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Bewaffnung des Kreuzers mit zahlreichen automatischen Flakgeschützen verstärkt. Jetzt würde ich sagen, die Module schauen wir uns mal an. 203 mm Geschütze, Ladezeit 15 Sekunden und Dauer für eine 180 Grad Kehre 30 Sekunden. AP, Granatenhöchstschaden 4600 und wenn ihr HE schießt, dann beträgt die 2800. Die anderen Sachen schauen wir uns gleich noch drüben an, aber erstmal hier die Verbesserung, die ihr einbauen könnt. Und das Spannendste und das Wichtigste ist natürlich das Verbrauchsmaterial. Und hier haben wir nämlich die Möglichkeit, Katapultjäger oder ein Radar einzusetzen, dazu ergänzen, das defensive Flakfeuer oder hydroakustische Suche. Also auf dem Weg der Zerstörersuche ist euch mit diesem Kreuzer hier jedes Mittel an die Hand gegeben. Überlebensfähigkeit 32.500 Hitpoints, Panzerung 16 bis 146 mm, Bug und Heck 16, Geschützkasematte 16, gepanzertes Deck 16 bis 63. Also da seht ihr schon, es ist nicht so schwer, das Schiff zu durchschlagen und das werden wir auch sehen, beziehungsweise wenn nicht, kann ich euch das sagen. Also eine Zitadelle ist bei dem Schiff auch nicht allzu schwer zu treffen. Dafür, mit den 203 mm Geschützen, kann er das auch gut. Die Artillerie, wir haben zwei Türme vorne und einen hinten. Und wir sehen, dass die HE-Brandwahrscheinlichkeit bei 14% liegt. Die Sekundärbewaffnung. Davon haben wir 8 an der Zahl, 127 mm Geschütze und auch hier ist die Brandwahrscheinlichkeit 9% und 1800 Höchstschaden. Feuerreichweite liegt bei 4,5 Kilometer. Das Schiff selber kommt 16,9 Kilometer weit. Die Flugabwehr sieht wie folgt aus. 49 Schaden bei 2 Kilometer, 95 Schaden bei 3,5 Kilometer und 58 Schaden bei 4,2 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 32,5 Knoten, Wendekreisradius 620 Meter, die Ruderstellzeit 9,1 Sekunden. Und die Verborgenheit bei 13,4 gehen wir aus dem Wasser auf und aus der Luft sind es dann bei 8,1. Die Tarnungen skippen wir einfach mal durch, dass ihr auch mal seht, wie diese ausschauen. Typ 10 ist die hier, dann gibt es diese. Oder die teuerste, dann diese. Ich würde sagen, das war das Wichtigste aus dem Hangar heraus, beziehungsweise aus dem Hafen heraus. Und jetzt schauen wir uns mal das Schiff im Spiel an. So, da sind wir jetzt also auch auf den 7 Weltmeeren und sind hier jetzt Top-Tier, 7er, 6er, 5er Gefecht. Also von dem her, da sollte doch was möglich sein. Ich hoffe, dass mir jetzt eine vernünftige Runde gelingt. Das ist jetzt nicht die erste, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also es gab schon die eine oder andere Runde, aber gerade irgendwie ist es die Möglichkeit zu gewinnen sehr eingeschränkt. Und ja, es läuft einfach nicht so richtig. Solche Tage gibt es ab und an. Jetzt hoffen wir mal, dass wir jetzt hier zumindest mal eine verwertbare Runde hinbekommen. Was kann ich zum Schiff bisher sagen? Man hat recht coole Kanonen, die 203 mm, die machen schon Schaden, wenn sie ankommen. Man hat auch recht genaue Treffermöglichkeiten, allerdings kann man auch irgendwie gefühlt sehr gut getroffen werden. Also eine Zitadelle ist scheinbar keine Schwierigkeit, also zumindest bekomme ich damit sehr häufig welche. Ob ich anwinkel oder nicht, ist eigentlich schon fast wurscht, aber am Ende landen sie alle und machen dann böse Aua. Die Fluggeschwindigkeit der Projektile ist okay, nicht überragend toll, aber auch nicht schlecht. Also ich weiß nicht, irgendwie
könntest du ein bisschen schneller sein, aber es passt eigentlich schon. Die Manövrierfähigkeit und die Geschwindigkeit ist cool. Natürlich gibt es keine Torpedos, aber das ist ja eh klar bei den Amerikanern. Also ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, jeder, der mit der Pensacola sehr gut zurechtkommt, der hat auch mit der Indianapolis seinen Spaß. Jeder, der sagt, nee, ich mag eher so die Japaner, mir fehlen die Torpedos und so, der wird auch weiterhin mit der Indianapolis jetzt auch nicht so auf seine Kosten kommen. So würde ich jetzt mal zusammenfassen. So, ich hoffe jetzt mal, dass wir jetzt hier wieder die Menikase zurückbekommen, so wie ich es geschrieben habe, weil komplett ohne die Sicht ist natürlich nicht so prickelnd. Aber er kommt schon wieder zurück und dann passt es auch. Aber jetzt ist natürlich der Fakt so, wenn der Gegner jetzt da Zerstörer auf unserer Seite hat, dann sehen die uns deutlich früher als wir den Gegner. Und gerade die Seite ist ja hier gefühlt die, die am stärksten bespielt wird. Zum Radar nochmal, wie gesagt, die Aussage 8,5 Kilometer Schiffserfassung und dann 25 Sekunden. Das ist das zweite Modul, also dementsprechend mit der verbesserten Nachladezeit. Also damit kann man dann schon was anstellen. So, die Minekase kommt noch nicht wirklich rum. Ich werde jetzt auch mal die Fahrt ein bisschen reduzieren. Und da haben wir jetzt schon die ersten Gegner offen. Und wir schießen schön in die Insel. Jetzt fliegen unsere Granaten auch mal los. Und da können wir doch zwei Zieltreffer verbuchen. Und jetzt kommt gleich die New Mexico in Feuerreichweite. Vielleicht kriegen wir da ja auch mal einen angezündet. Das wäre umso schöner. Ja, da brennt er. Er löscht noch nicht. Das ist schön. Und jetzt kommen da die nächsten runter. Und nochmal 1000 Schaden. So, hier ist die Königsberg. Jetzt muss ich mal weiterfahren. Kriegt jetzt hier Torpedo-Begrüßung. Und danach lade ich jetzt mal auf AP um. Zehn Kilometer schöne Distanz. Deswegen eine Zitadelle hier treffen können. Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen weg. Und da muss ich jetzt auf die Knefni aufpassen. Jetzt stehe ich in Flammen. Feueralarm! Problem gelöst! So. Knefni könnte es nämlich sonst noch ein Problem werden.
So, jetzt machen wir mal unser Radar an, dass wir sie hoffentlich bald wieder zu Gesicht bekommen. Da ist er auch schon. Ja, der hat schön getroffen. Und nochmal. Und nochmal einer. Knäppchen hat nur 4 Kilometer Torpedoreichweite. Und das sollte sie eigentlich wegmachen. Yep. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil da die New Mexico kommt und ich eigentlich links um die Insel will. Vielleicht schaffe ich das ja auch, so langsam aber sicher mich hier rum zu manövrieren. Nee, das wird nichts. Jetzt muss ich auch auf die Rechte da aufpassen. Die kommt da jetzt nämlich peu à peu rum, aber die wird jetzt, das ist mein Glück, erstmal auf die Miyoko gehen. Die Miyoko wird jetzt dann wahrscheinlich auch gleich die Torpedos loswerden. Und jetzt ist genau das passiert, was ich vermutet hatte, dass passieren dürfte. Sobald ich hier nämlich rum bin, dass sich dann die hintere New Mexico für mich interessiert. Deswegen hauen wir jetzt mal ein bisschen ab. Da sind die Torpedos im Wasser. Und jetzt hier mal ein bisschen mit AP drauf geschossen. Aber man sieht, der Damage ist überschaubar. Oh, jetzt kommen die Torpedos an. Und den Kill konnte ich mir schnappen. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Leider wird am Ende der Runde keine Credit-Ausbeute angezeigt. Also das kann ich euch nicht sagen, wie gut oder schlecht sie sich da so schlägt. Das wird dann der Release erst zeigen. Hier muss ich jetzt wieder aufpassen. Bin gleich eins der einzelnen Ziele. Schöne Zitadelle da. Mit einem Hit. Oder zwei auf die Fugu. So, jetzt macht er natürlich wieder die Seite. Wo ich es eigentlich gefühlt nicht gedacht hätte, dass ich sie wieder sehe. Aber angezündet haben wir ihn schon mal. Und jetzt nochmal eine Zitadelle. Aber schon zerstört. Müssen aufpassen, von vorne kommen da Schüsse. Gut vorbei. Und jetzt natürlich mit Vollspeed dem Gegner nach. Na, kommt ihr noch runter? Kommt schon schneller runter. Ja. Also bisher sieht es sehr gut für uns aus, muss man sagen. Wir haben erst 3 Schiffe verloren.
die schon 7, wenn ich das richtig sehe. Ne, sogar 8. Also von dem her. Da sollte eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Oh, der ist schneller als erwartet, den Nicholas. Ah, oh, so knapp dahinter. Die York steht, auch schön. Dementsprechend können wir auch da nochmal ordentlich Damage rauskloppen. So, jetzt ist da die Nicholas gleich wieder in Schlagdistanz. Weil meine Türme jetzt noch gerade so gut stehen. Einen setze ich da noch drauf auf die New Mexico. Ich will jetzt eigentlich aber auch noch nicht so meine Seite so direkt zeigen. Hast du das Gefühl, die Türme stehen so in meine Richtung? Ah ne, das sind sie nicht. Gut, dann kann ich jetzt auf die Nicholas gehen. Und auch zerstören mit 40 Hitpoints. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. So. Ach, wieder knapp dahinter. Oh, sie dreht auf uns. Sehr sympathisch. Da ist der letzte DD. Schießen wir da nochmal auf die York. Und machen auch nochmal das Radar an. Vielleicht kommt die Nicholas ja jetzt. Ah ja, der ist er ja auch schon. So eine Granate, die da noch das Heck gestreift hat. Jetzt ist leider auch schon wieder das Radar ausgelaufen. So, die könnten besser kommen. Yep. Jetzt dreht sie wieder anders rein, weil da Torps von uns waren. Kommt schon. Und die schauen wieder besser aus. Ja. Auch die kommen in der Tendenz ganz ordentlich. So, jetzt hat er, glaube ich, kaum mehr Torpedos am Start. Auch der hat nochmal satt getroffen. So, und jetzt nur noch... Ah, zerstört! Schöne Runde! Endlich eine, die mir auch mal zum Zeigen gefallen hat. Ich hoffe, für euch war es auch so, dass ihr was gesehen habt. Die Zitadellentreffer, glaube ich, waren schön. Wir haben 3 Zerstörungen und 95 Zieltreffer, sind in der Teamwertung auf Platz 1. Und im ausführlichen Bericht sehen wir, dass wir knapp um die 80.000 Schaden gemacht haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, man sieht leider noch nicht, weil das Einkommen und sonstiges sein wird, aber da gehen wir mal davon aus, dass es im vergleichbaren Level zu den anderen Premiums ist. Und dementsprechend, ja,
habt ihr jetzt einen Einblick bekommen, ob die Indianapolis was für euch sein kann oder nicht. Lasst mir noch einen Daumen da und ein Abo ist auch gern gesehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.